Hey Leute, was geht? Ich bin's, eure Sandy. Also herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sandy. Und in meinem heutigen Video möchte ich erstmal zwei Sachen vorher klären. Erstmal möchte ich mich für die 21 Abonnenten bedanken, die wir erreicht haben. Und als zweitens möchte ich für alle, die sich wirklich für Gaming interessieren, denen etwas vorstellen. Und zwar, viele von euch wissen ja, dass ich einen englischen Kanal hatte. Und ich habe den jetzt umbenannt zu meinem Gaming-Kanal, also für alle, die sich mit Gaming interessieren. Ich werde euch den Kanal unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr gerne auschecken. Ich werde auch nach dem Video ein Video hochladen. Oder morgen, ich weiß es noch nicht genau, aber wir beginnen jetzt mit dem Video und wir schauen uns die 25 sinnlose Webseiten, die wirklich niemand braucht, an. Mal schauen. Fidget Spinner jetzt auch für den Browser, ganz ohne Verletzungsgefahr. Ich weiß gar nicht, ob man den drehen kann, aber sehr unnötig. Übrigens, Leute, schreibt gerne mal in den Kommentaren, welchen, ich zoome euch ein bisschen hier ran, welche ihr am unnötigsten fandet und warum. Schon mal eine Million LOLs gesehen? Wer auch nicht. Warum? Und keine Ahnung. Warum? Keine Ahnung. Also man wird es in der Kamera nicht so gut sehen. Ich sehe es kaum hier. Es steht halt überall LOL. Die Website The Endless Horse macht ihren Namen alle Ehre. Versucht doch mal an das Ende der Seite zu scrollen. Das werden wir jetzt machen. So, wie man jetzt sieht, sind wir an dieser Seite und wir scrollen einfach mal. Ja. Wie man jetzt unschwer erkennen kann, hat das einfach kein Ende. Ja, das ist die Endless Horse Ding. Keine Ahnung, finde ich total unnötig, aber bitte. So, das nächste. Gästen sagen mehr als 1000 Worte, dachte sich auch dieser Ersteller der Website. Ist einfach ein Mausbutton, also einfach ein Mausding. Die Website Staggering Beauty enthält einen Warnhinweis für Epileptiker. Und wenn ihr ein bisschen mit der Maus wackelt, wisst ihr auch schnell warum. Also alle, die Epileptiker sind, bitte schaut euch das nicht an. Wir geben das jetzt ein. Staggering Beauty. Schauen wir mal. Staggering Beauty. Ich mache das live mit euch, damit ihr das auch seht. Staggering Beauty. Mal sehen. Ob überhaupt irgendwas geht. Oh ja, hier ist er. Okay, ja. Erfolg auf jeden Fall der Website. Warning Contents, Flash Images. Okay, ich verstehe es jetzt warum. Also wenn man den Wurm quasi schnell hin und her wackelt, entstehen solche Bilder, die total ekelhaft sind. Seht ihr das? Es ist total ekelhaft. Es tut richtig in den Augen weh. Fans der gepflegten Volksmusik dürften die Website TinyTuber ziemlich gut finden. Wir müssen zugeben, wir finden den Jingle auch toll. Okay. Eine Parodie-Website, die den. Okay, ihr seht das jetzt probably gar nicht so. Die den Share-Tweet-Like-Wahn auf die nächste Stufe bringt. Okay. Wir geben das jetzt einfach wieder mal hier ein. Lassen das letzte hier weg und schauen mal. Share-Tweet-Like. Okay. Schauen mal, wo uns diese Website hinbringt. Ja, okay, das ist einfach irgendwas, keine Ahnung. Wenn die Erde ein Halloween-Kostüm bräuchte, wäre das die perfekte Kleidung. So, man sieht das jetzt auf der Kamera kaum. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Ja, das ist halt eine schwarze Erde quasi. Monitor, mal wieder dreckig, aber gar kein Reinigungsmittel. Hand zu Hand, kein Problem. Was ist das denn? Ich stelle mich mal wieder ab. Leute, ist einfach ein Fragezeichen über das. Oh Gott, das ist doof. So, ich mache euch ein bisschen kleiner. So. Interaktive Website, die mitmachen einlädt, wirst du herausfinden, was sich hinter ihr verbirgt. Ich weiß ja nicht mal, was das für eine Website ist. RGB steht gemäßigt der Farbenlehre für die Grundfarben Rot, Grün und Blau. Diese Website stellt einen musikalischen Humor. Was ist das? Da wirst du zum DJ. Diese Website löst irgendwie
Unbehagen aus, sodass wir uns tatsächlich nach dem Sinn fragen. Was zur Hölle? Okay, in der Kamera sieht es jetzt für euch rot aus, es ist aber pink, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns die, noch all, die, Letz die, die letzten paar noch an. Also, eigentlich sind es noch extrem viel. Wir haben noch so 12 vor uns. Und dann geben wir mal ein, die sinnlosesten Websites zum Selbstprobieren. Vielleicht finden wir welche. Kannst du glauben, dass etwa 1 Million Menschen diese Website pro Monat besuchen? Fragezeichen? Katzenliebhaber, aufgepasst, es regnet Katzen im Ernst. Schau doch selbst. Diese üppige Dame scheint Äpfel ziemlich gern zu haben. Möchtest du dabei behilflich sein? Nein. Diese Website prüft und teilt dir mit, ob dein Computer anlässt. Wirklich smarte Idee. Das ist noch dümmer wie der Rest eigentlich. Das ist noch dümmer wie der Rest dieser ganzen Ding. Weil, und zwar diese Wurmding, was man so hin und her ding kann, mit den Lichtern ist schon ziemlich ekelhaft, aber für wer dem langweilig ist, kann das immer einfach machen und selber schauen. Aber das ist einfach noch dumm. Weil das ist ja noch dümmer wie der Rest, wirklich, Leute, da oben. Weil dieser Ding zeigt dir einfach, dass dein Computer an ist. Dein Computer geht eh nicht, wenn er nicht an ist. Hier kannst du dich sprichwörtlich mal am Rad drehen und darüber philosophieren, woher diese Redewendung kommt. Lol. So dumm. Pixel Wars. Hier kannst du bestaunen, wie unterschiedliche farbigen Pixel sich in einer epischen Schlacht bekämpfen. Wie viel Langeweile muss man eigentlich als Entwickler von dieser Website haben? Gerade keine Münze zahlen, dann kannst du auf dieser Website eine werfen. Nicht dein Ernst. Entspannung vom Bildschirm durch Mausklick. Klicks, probier's mal aus. Love is in the air. Zombie.com, kennst du nicht? Macht überhaupt nichts. Kennst du dieses verrückste Hamster-Dance? Website von damals? Nun, die gibt es jetzt auch mit Hunden. Oh Gott. Gehörst du auch zu den Ordnungsfreaks, die alles sortieren müssen? Hier kannst du die Notizzettel sortieren und dich dabei entspannen. Was zur Hölle? Pet the Dog. Du hättest gerne ein Haustier, aber es soll einfach nicht sein. Hier kannst du zumindest so tun, als hättest du eins. Du sollst den Hund anklicken und dann streichelst du ihn quasi mit der Maus virtuell. Okay, jetzt kommt der letzte. Zum Schluss zur Abwechslung noch eine gute Website. Lass einen Browser Kryptowährung meinen und spende einen wirtschaftlichen Betrag an eine Hilfsorganisation deiner Wahl. Das finde ich gut. Besucht alle. Wenn ihr das wirklich wollt, macht, besucht gerne mal die Website. So. Ich würde sagen, wir schauen uns diese Webseiten jetzt wirklich mal an. Und ich werde mal schauen, ob ich sie finde. Also Leute, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht die richtige Website. Aber man kann ihn einfach jetzt da unten, wenn man draufklickt, spinnen. Ich weiß ja nicht, was das ist. Jetzt kannst, okay, das kannst du dann wegdrehen. Und dann zeigt es dir halt die Nummer. Das ist halt die erste Website, die wir gesehen haben. Zwei, ja. Dann hast du hier den Fidget Spinner. Dann zur zweiten. Das ist dann die LOL-Website. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Und Leute, man kann noch runterscrollen. Ihr werdet das jetzt nicht so gut erkennen können, aber egal. Nee, so weiter. Weiter zur nächsten. Ja, die haben wir uns eh schon angesehen. Da kannst du einfach 100 Mal runterscrollen, bis du irgendwas findest. Jetzt haben wir die App mit dem Finger. Okay, da kannst du halt einfach den Dingfinger zeigen. Dann haben wir nochmal den Wurm für alle, die das wirklich stört. Bitte spult vor. Ich weiß nicht, auf welche Minute. Aber wenn man den so bewegt, ist schon relativ ekelhaft. So Leute, die kleine Tube habe ich leider nicht gefunden. Daher ist einfach gesperrt. Und hier haben wir dieses Share-Tweet-Like-Ding. Ja. Und wenn man draufklickt, kommt man sofort auf Twitter. So, dadurch ich das mit euch natürlich live erleben möchte, werde ich euch jetzt einfach hier das in einen neuen Tab öffnen und dann könnt ihr euch das selber einfach mal ansehen. Ja, was ist eure Meinung dazu? Unnötig oder? Man kann die bewegen. Okay. Findet ihr das noch unnötiger als die anderen? So, die eine Website
Zeit geht nicht, aber für. Was zur Hölle ist das denn? Wie viel Langeweile muss man für so eine Website haben? Ich meine, ich hätte keine Zeit für sowas. Das sind halt, ach, das wird zu einem Bild. Okay. Ja. Ich mache das Bild mal fertig und dann zeige ich es euch. Also im Prinzip sind es einfach Punkte, die du halt bewegen kannst, die du halt weglegen kannst. Und ich habe jetzt, bin jetzt 5, 6 Minuten eigentlich gesessen. Ich habe das gerade nur ausprobiert. Ich sag mal, so viel für Leute, die wirklich das jetzt nicht nur für ein Video machen wollen, so wie zu ich, um euch die sinnlosesten Seiten zu zeigen, sondern euch einfach mal das zu machen, weil ihr Spaß dran habt oder weil es langweilig ist, ist das genau das Richtige. Ihr sitzt halt ein paar Minuten, aber das war's dann auch. Dann hatten wir die RGB, was einfach nur diese drei Buchstaben in den Farben darstellt. Und die Websites sehen einfach so aus. Hört ihr das? Es kommt so ein Sound raus. Die lässt halt immer irgendwelche Bilder flattern. Ich gehe sofort weg, weil das ist richtig unangenehm. Das ist dann ab zur nächsten Website, Leute. Hey und ho, Website, Leute. Das ist die ganze Website. Jetzt kommt die Katzenliebhaber-Website. Mal sehen, ob die geht. Okay. Also die Website lädt gerade noch. Keine Ahnung, mal schauen, ob sie danach geht. Dann haben wir die hier. Wirklich smarte Idee. Wir gehen einfach sofort mal zu der. Yes. Also alles, was hier oben steht, ist yes. Is my computer on? Das steht oben. Ist mein Computer an? Ja, die Seite geht nicht. Warum auch immer. Ist egal. Das steht oben. Ja. Obwohl es eigentlich logisch ist, weil das funktioniert hat. Dann haben wir das mit dem Rad drehen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz hier bei euch. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie du es. Oh ja. Dann haben wir das hier. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, jetzt sehen wir hier kleine Pixel. Das sind übrigens auf dem Foto, die hier die gegeneinander kämpfen. Wow. Haben wir eine Münze. Schauen wir mal, ob die geht. Ja, das war's dann auch damit. Ich weiß nicht, wie du die werfen sollst. Nee, keine Ahnung. Dann haben wir das hier in Spannung. Mit Mausklick für die Leute, was sich jetzt entspannen wollen. Gerne geschehen. Dann haben wir Love is in the Air. Probieren wir das mal aus. Schauen wir mal, ob die überhaupt auch geht, weil es gehen sehr viele nicht, Leute, muss ich auch dazu sagen. Sehr viel laden und dann sagen sie, dass sie nicht supportet mehr. Okay. Genug. Dass sie nicht supportet werden. Schauen wir mal, ob wir die öffnen können. Sombo. Ja, zum Beispiel das steht dann einfach. The plugin is not supported. Gut, jetzt machen wir den Hamster Dance als nächstes. Das ist so ekelhaft. Es ist zwar jetzt ein bisschen am Stecken quasi. So, jetzt haben wir den Ort für die Ordner, Leute, die das gerne alles sortieren. Was zur Hölle? Ich kann einfach den Zettel komplett drüber ziehen und fertig ist. Kann ich den so ziehen? Fertig. Und alles ist sortiert. Tschüss. Dann haben wir hier den. Jetzt kann, das ist das mit dem Hunderding. Wo man einfach den Hund streicheln kann. Für die Leute, was es wirklich selber ausprobieren wollen, gebt im Internet ein die sinnlosesten Website, dann kommt ihr, geht ihr auf den ersten Link normalerweise und dann kommt ihr sofort zu dem, scrollt runter, geht einfach auf die auf das Bild, hier steht Pinterest, dann gebt ihr mit der rechten Mausklick, mit der Maus auf den rechten Mausklick, dann Open Link in den New Tab, also auf einer neuen Seite öffnen und dann war es das auch. Und das ist jetzt das letzte Ding, was wir hier donaten können, für die Leute, die wirklich was donaten wollen.
Stop Gun Violence, ja. Ich finde es sogar richtig gut. Und für die Leute, die was wirklich was spenden wollen, macht das gerne, Leute. Könnt das gerne machen, ist alles freiwillig. Auf jeden Fall schreibt mir gerne jetzt mal in die Kommentare, welche ihr am sinnlosesten fandet und von welcher ihr euch nur so dachtet, hä? Was mache ich denn damit, Leute? Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne ein Like da. Wie gesagt, checkt meinen zweiten Kanal aus. Ich werde euch den Kanal unter dem Video verlinken. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.